Der Wasserhaushalt ist alles, was mit Wasser in der Landschaft zu tun hat. Also das Oberflächenwasser in den Flüssen, in den Seen, das Grundwasser, was wir nicht sehen können, was aber sehr wichtig ist für unsere Wasserversorgung. Und das ist natürlich auch das Wasser, was sich in der Luft bewegt. Also Feuchte oder Nebel, die aus den feuchten Wiesen steigen, auch das, die gehören mit zum Wasserhaushalt. Oder wenn wir jetzt im August schon wieder den Tau unter den Füßen spüren, wenn wir morgens rausgehen, das gehört alles mit zum Wasserhaushalt dazu. Obwohl natürlich in der Wasserwirtschaft das Oberflächenwasser und das Grundwasser als Eingangsgrößen in den Wasserhaushalt gerechnet werden. Ja, der Klimawandel sendet seine Signale. Das drückt sich bei uns vor allen Dingen durch geringere Niederschlagsmengen aus und das führt natürlich auch zu geringeren Grundwasserneubildung im Boden und insbesondere zur Austrocknung der Böden. Wir haben das in diesem Jahr besonders dramatisch erlebt mit dem Absterben von Bäumen und ganzen Wäldern und das ist eigentlich unser grundsätzliches Problem. Wir müssen Vorsorge dafür treffen, dass die heutige und die künftigen Generationen genügend Wasserreserven zur Verfügung haben, insbesondere für die Trinkwasserversorgung, aber auch für die Landnutzung und für die Landschaft an sich, um Kühlzellen in der Landschaft zu erhalten in Form von Feuchtgebieten und Gewässern. Also wir haben die Landesregierung beauftragt, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten für die Stabilisierung des Wasserhaushalts im Klimawandel. Wir müssen vor allen Dingen schauen, dass wir die Grundwasserneubildung fördern, durch Waldumbau zum Beispiel. Die Kiefernwälder, die sehr viel Wasser verbrauchen, müssen zurückgebaut werden. Es müssen Laub- und Mischwälder etabliert werden, die viel weniger Wasser verbrauchen. Wir müssen die Grundwasserreserven schützen. Wir müssen Landnutzungen, die sehr viel Wasser verbrauchen, auf den Prüfstand stellen. Und vor allen Dingen müssen wir dafür sorgen, dass die Bewässerungstechnik sich entsprechend den geringen Neubildungsraten unseres Grundwassers anpasst, dass wir also Bewässerungstechnik installieren, die viel weniger Wasser verbraucht, aber trotzdem den gleichen Effekt hat. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Wasserrückhalt in der Landschaft erfolgt, insbesondere auf den Hochflächen, die besonders wichtig sind für die Grundwasserneubildung. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir intelligente Steuerungsmöglichkeiten für die Gewässer, für die Oberflächengewässer in den Niederungen haben, die dafür sorgt, dass ein hoher Wasserstand gehalten werden kann, aber nicht bei jedem Platzregen gleich die Gewässer überlaufen. Ja, die Menschen spielen eine ganz außergewöhnliche Rolle, weil sie sind einerseits der Verursacher des Problems. Zum anderen müssen wir natürlich sehen, dass alle sich auch daran orientieren müssen, dass wir Zeiten entgegengehen, wo weniger Wasser da ist und dass wir unser Verhalten, unsere Nutzung von Wasser umdenken und dafür sorgen, dass die Wasserreserven für uns, aber auch für die künftigen Generationen erhalten bleiben.